7,6. Noch zwei Paare vor einer Besichtigungspause. Die 1240 Sibylline G, 5-jährige Holsteiner Stute von Lanzer 2, Mark Cassini 2 und Alissa Gelücke für den Reit- und Fahrverein Bübensee. Sibylline G und Alissa Gelücke, das Ergebnis kommt an der Note 7,2. Wir machen jetzt eine 5 Minuten. Gut, an der Note 7,3 für Travenort und Wildwetter und Karl Christian Ralf. Alissa Gelücke mit der 1039 zauberhafte Yvette, 5-jährige Holsteiner-Stute von Lazio aus einer Cassini 1 Mutter. Grundnote ist 7,2, hier vor dem Abzug von 0,5 und insgesamt der Note so setzt es sich auf 7.
Dort noch die 7,2, hiervon ein ganzer Abzug für zwei Hindernisräder, 6,2 sind mit Endergebnis. Die 1039, zauberhafte Yvette, fünfjährig, die Holsteiner Stüte von Lazio, mal Cassini Heinz für den reinen Fahrer Duvensee, Alissa Golücke. Nach dem Vertrauenssprung über das Hindernis. Das war sein zweitbestes Ergebnis in der Note 8,0 für Claude und Carsten Diesing. Quivier, die 785, sechsjährige Stute und für den Reitverein und Reit- und Fahrverein Duvensee, alles seine Lücke. Für Quivier und Alissa Golücke, Grund an der Note 7,9. Jan für Quivier, sechsjährige Stute von Quintessence aus einer Zentaur Z-Mutter.
Mit allen Reitern kann Katrin Schröder. Ja, auch hier bei uns in Schleswig-Holstein ja diese Regelung. Bei einem Abwurf gibt es dann höchstens ein glattes Gut, die Note 8,0, so auch hier. Und der Abzug, somit Endergebnis 7,5 für Quivier. Viertelfüberschreit erlaubte Zeit 69,72 Sekunden. Siebenjähriger Holsteiner Wallach von Cassiano. Die Ostro, die 183 Cassano M und Alissa Golücke für den Reitverein Duvensee TSV Nusse, gezogen dieser Wallach in Duvensee bei Ulrich Mein. Ja, super, eine fehlerfreie Runde, schnelle Zeit, 56,37 Sekunden Führung jetzt für Cassano M und A. Zweitbestes Ergebnis zur Zeit. Das viertletzte Paar, die 780 Quentin, neunjähriger Holsteiner von Pintero, Mali Ostro, Ulrich Mein auf Duvensee, der Züchter und im Sattel, Alissa Golücke.
Einer davor, somit vier Strafpunkte, könnte nun Melissa Golücke in 60,34 Sekunden. Chiara, die 933, siebenjährigen, neunjähriger Holsteiner von Quintero Magliostro. Wahrscheinlich eher für Siegerrunde. Ja, und Quentin und Alyssa Golücke gleich eine fehlerfreie Runde, 67,68 Sekunden. Super. Das Parcours. Schon ein Pferd qualifiziert für die Siegerrunde, jetzt mit der 183, Cassano M, siebenjähriger Holsteiner von Cassiano Magliostro, Alyssa Golücke. Tja, und mit ihrem zweiten Pferd 8 Fehlerpunkte, 71,15 Sekunden. Du winnst.
Ach, super. Auch in der Siegerrunde fehlerfrei sind im Gesamtergebnis. Fehlerfrei 36,12 Sekunden. Ganz stark. Alles da und Quantität. Aus dem Umlauf mit.